Moin, liebe Community! Im heutigen Video geht es um das Setup eines Raspberry Pis mit Venus OS. Das hatten wir ja schon mal, aber jetzt kommt hinzu ein Node-RED oder ein Signal K sowie das Setup eines VE-CAN-Interfaces. Also VE-CAN ist eigentlich falsch, eigentlich ein CAN-Bus mit einem Raspberry Pi Shield. Wie bring ich das Ganze ans Laufen? Es gibt einige wenige VE-CAN-Interfaces, die ich direkt so kaufen kann. Die sind relativ teuer, die dann aber auch aus der Tüte funktionieren. Habe ich sowas nicht, dann muss ich ein bisschen basteln. Da muss man erstmal gucken, wie genau geht das und was muss ich dafür tun. Das ist aber weiter alles gar kein großes Problem. Das ist mehr oder weniger nur ein Copy und Paste. Ich werde die entsprechenden Links in der Videobeschreibung hinterlegen, dass ihr das auch alles relativ schnell nachvollziehen und nachmachen könnt. Ziel und Fokus ist, wie gesagt, das Node-RED selber hinterher, damit ihr auch selber Steueraufgaben wahrnehmen könnt und kein externes System dafür braucht. Das ist vor allen Dingen das Interessante. Also man lässt mehr oder weniger dieses Node-RED einfach laufen. Auf dem Raspberry Pi hat die entsprechenden Victron-Konnektoren verfügbar, bekommt also ziemlich schnell Ergebnisse. Ich werde auch noch mal ein paar Kleinigkeiten zeigen, wie das funktioniert, also wie man was machen kann. Ein paar Stolpersteine gibt es da auch, weil aus dem Standard-Image sind so einige Dinge rausgeflogen, die normalerweise drin sind, aber die kann man nachinstallieren. Ich hoffe, das Video wird für euch spannend sein. Bitte lasst mir doch Kommentare da, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Oder ja, am besten wäre natürlich noch ein Abo und ein Like. Für uns kleine YouTuber ist das echt wichtig. So, das war es jetzt aber mit dem Vorgeplänkel. Vielen Dank fürs Zusehen und los geht's. Als allererstes müssen wir uns mal das letzte Default-Image für den Raspberry Pi runterladen. In diesem Fall ist das dieses hier, Version 2.73. Das habe ich schon mal im Hintergrund heruntergeladen. Den Link hier schreibe ich euch nochmal in die Videobeschreibung rein. Und das Zweite, was man tun muss, ist die erweiterte Version herunterladen. Das ist nämlich diese Version hier. Die ist zu erkennen an der Endung SWU. Das ist ein Update-File. Das kann also quasi in eine laufende Installation hineingenommen werden. Und hier gibt es jetzt verschiedene Updates-Files auch für Venus GX-Geräte bzw. Victron GX-Geräte, nämlich hier dieser BeagleBone. Das ist die Hardware-Grundlage für den Venus oder für das Venus GX-Gerät. Dann gibt es hier noch das SWU Einstein, das ist die Hardware-Grundlage für das Servo GX. Ja, und dann halt diese drei Flavors für die verschiedenen Raspberries. Also Raspberry 2 ist nicht nur der Raspberry 2, sondern auch der Raspberry 3. Dann gibt es hier noch ein Image für den Raspberry Nano. Und als letztes gibt es noch ein Image für den Raspberry 4. Und ich habe jetzt dieses Image für den Raspberry 2 schon einmal heruntergeladen. Was man dann als nächstes tun muss, ist einen USB-Stick einstecken. Das hab ich jetzt auch schon mal gemacht. Und beziehungsweise kein USB-Stick, sondern ich habe einen USB-Stick, in dem eine SD-Karte steckt bei mir. Um das jetzt flashen zu können, gehe ich einfach hin und sage, ja, Linux-spezifisch, aber da gibt es halt auch Flasher für Windows. Da müsst ihr das nehmen, was ihr für euer System braucht. Ich sage ihm jetzt hier, er soll, meine Güte, dicke Finger heute hier, Venus Image erstmal drauf spielen auf die SD-Karte. Das geht eigentlich relativ schnell. Dev, meine Güte, Dev SDD, so. Log Size, damit schneller geht, 1 Megabyte. So, der installiert dann jetzt erstmal dieses Image auf den auf der SD-Karte und während das passiert, erzähle ich noch ein bisschen was dazu. Nämlich, es ist so, dass dieses Node-RED-Thema und auch das Signal-K-Thema eine Addition ist, die normalerweise nicht von den meisten Leuten gar nicht benutzt werden. Wenn wir jetzt halt im Home-Automation-Bereich oder so unterwegs sind, dann sieht das anders aus. Dann können wir das relativ easy
nutzen, um unsere Dinge zu steuern. Also die Inverter zu steuern, batterieladestandsabhängig, sagen wir mal, das Elektro- oder Auto einzuschalten oder eine Beleuchtung an- oder auszumachen oder Steckdosen zu steuern, you name it. Also irgendwas, wo wir uns irgendeinen Vorteil von versprechen und das dann sogar noch halbwegs grafisch darzustellen. So, wie man ja sehen kann, ist mittlerweile das Image installiert. Und als nächstes zeige ich euch jetzt mal, wie das dann auf dem Raspberry Pi initial mit einer IP-Adresse versehen wird. Und wenn wir das soweit haben, dann können wir das SWU-Image noch hinterher installieren. Aber das kommt dann in einem separaten Schritt. Ich wechsle jetzt erst noch mal kurz auf die Kamera, um euch das zu zeigen. Wie versprochen, möchte ich kurz noch mal auf Setup eingehen. Hier sieht man den Raspberry Pi. Jetzt neuerdings mit diesem CAN-Bus-Shield obendrauf. Dieses Shield stellt einen einzigen CAN-Bus-Port zur Verfügung, nämlich hier an der Seite, der ist mit H und L gekennzeichnet. Der zweite Port, den man hier noch sehen kann, ist ein RS-485-Port. Ansonsten ist das ein ganz normaler Raspberry Pi, ich weiß jetzt gar nicht, 2 oder 3, ich glaube ein 2er sogar nur, weil es auch egal für die Funktionalität, tut dem keinen Abbruch. Hier kann man noch den WLAN-USB-Stick erkennen, den habe ich auch schon in mehreren Videos mal gezeigt. Der funktioniert einfach mit diesen Raspberry Pis aus der Tüte zusammen, da muss man gar nichts dran machen. Der USB-Stick, der ist jetzt nur temporär eingesteckt, weil der da so lustig blau leuchtet, weil dort ist das Update drauf, also das SWU-File, das wir dann brauchen, um auf die neueste Version updaten zu können. Das hier ist das bekannte Victron MK3 Interface und dieses Victron MK3 Interface ist meines Wissens nach auch die einzige aktuelle Lösung, um zum Beispiel mit Invertern wie den Multiplussen zu verbinden, also dieses VE Bus Interface, was ja Victron proprietär ist, zur Verfügung zu stellen. Wenn da einer was anderes wissen sollte, dann sagt mir das bitte in einem Kommentar, würde mich echt interessieren. Ich glaube aber, es ist so. Also ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Über dieses grün-gelbe Kabel geht die Verbindung, die CAN-Bus-Verbindung jetzt hier zu diesem Battrium. Mehr ist da jetzt auch nicht drauf. Das Battrium ist einfach nur verbunden, wie man hier sehen kann. Diesen Stecker, das war mal ein Test mit Ground, den braucht man eigentlich nicht. Ist halt verbunden und funktioniert soweit auch. Jo, so viel zum eigentlichen Setup. Auf der SD-Karte ist ein ganz normales Venus OS später drauf, also standardmäßig direkt aus der Tüte, nichts Besonderes. Stromversorgung müsste natürlich halbwegs, nicht nur halbwegs, sondern gerade beim Raspberry, der ist da ziemlich empfindlich, also wenn der zu wenig Spannung bekommt, dann wird das eine unangenehme Sache, funktioniert dann nämlich nicht. Das könnt ihr aber relativ gut daran erkennen, wenn diese rote Leuchtdiode, die man hier so sehen kann, wenn die anfängt zu blinken, dann hat er nicht genug Spannung. Ja, und das war es dann erstmal zum Hardware-Setup. Dann gehen wir jetzt weiter zur eigentlichen Konfiguration. So, weil ich es gerade vergessen habe, der CAN-Bus-Head kann für relativ wenig Geld bei Amazon bestellt werden, kostet 19 Euro. Wer sich schon mal mit diesen CAN-Bus-Themen beschäftigt hat, weiß, dass man da auch deutlich mehr für ausgeben kann. Also dieser hier funktioniert auf jeden Fall, ist von Waveshare und da gibt es auch noch einen großen Bruder von, das wäre dieser hier. Und ich vermute, der funktioniert auch, aber nagelt mich nicht drauf fest, wenn es nicht geht. Der hat nämlich zwei CAN-Busse und dieser hier, der hat nur einen CAN-Bus. Also wer jetzt zum Beispiel einen getrennten CAN-Bus braucht, um zum Beispiel CAN MPPTs anzuschließen und parallel dazu ein BMS, der braucht auf jeden Fall zwei und für den ist wahrscheinlich dieser hier das Richtige. Aber wie gesagt, den habe ich nicht getestet, das müsst ihr mal selber ausprobieren. Der hier funktioniert auf jeden Fall für einen CAN-Bus. Ich habe das ganze Gerät jetzt mal hochgefahren. Jetzt meldet er sich bei mir so. Also er hat eine IP-Adresse aus meinem Netz hier bekommen, aus dem RFC1918 Netz und meldet sich erstmal als Off, Input, bla bla bla, ist natürlich klar, hat keinerlei Relevanz, das ganze Ding. Irgendwelche Geräte angeschlossen sind da momentan noch nicht. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann kann ich hier schon mal die Settings vornehmen. Kann hier zum Beispiel, um das mal einmal zu zeigen, es gibt hier irgendwo Ethernet Wi-Fi, genau. So, und da sagt mir jetzt hier keine, ja doch, er zeigt jetzt Access Points hier an.
Da könnte ich jetzt das WLAN aktivieren. Wie man hier sieht, jetzt kommen hier alle möglichen WLANs irgendwie zutage, die jetzt hier irgendwie in der Umgebung sind. Könnte man sich dahin connecten und fertig. Das lasse ich natürlich mal gerade, weil ich habe ja eine Kabelverbindung, die ist sowieso immer besser. Gerade für solche Steueraufgaben würde ich nie auf irgendwie WLAN vertrauen. Also wenn, dann nehmt eine Kabelverbindung. Ihr könnt natürlich jetzt hier dann feste IP-Adressen vergeben und so weiter. Momentan ist es auf DHCP gestellt, also hier auf Automatic. Ihr solltet aber am besten eine feste IP-Adresse vergeben. So, dann ist das System schon mal online und kann benutzt werden. Und jetzt würde ich vorschlagen, machen wir erstmal das Update, bevor wir es weiter noch irgendwie weiter kaputt machen oder so, machen wir jetzt erstmal das Update auf die andere Version, also auf die Version 2.80 mit dem entsprechenden Node-RED Update. Nachdem man die Installation abgewartet hat, fliegt man dann erstmal aus der Remote-Konsole raus, kann dann auf Reconnect drücken und dann ist man wieder auf dem Startbildschirm. Wie man jetzt hier sieht, haben sich meine beiden Fronius-Inverter jetzt hier selbstständig angemeldet. Das passiert per Broadcast, kann nicht verhindert werden, ist jetzt aber auch erstmal nicht schlimm. Man sieht halt, dass das System im Netzwerk irgendwie verfügbar ist und irgendwas tut. Das nächste, was wir jetzt tun werden, ist erst einmal den CAN-Bus aktivieren. Dazu brauchen wir allerdings Zugriff als Administrator oder als Root-User dementsprechend. Um das tun zu können, muss man hier genau auf diesen Punkt gehen, einfach sich darauf wählen und dann hält man in diesem Fall bei mir jetzt auf der Tastatur die rechte Pfeiltaste fest. Und wenn man das sieht, wenn man das getan hat, dann sieht man, dass ich hier auf einmal oben der Punkt Superuser befindet. Das ist so ein Hidden Feature, was nicht jeder kennt, aber damit kann man sich quasi den Root-User freischalten. Jetzt kann ich mir hier ein Passwort machen. Jetzt nehmen wir das High Security Passwort 1234, Test 1234. Das habe ich jetzt gesetzt und ich aktiviere auch noch SSH Online. Hat er das jetzt gesetzt? Weiß ich nicht. 1234. Ah ja, okay, alles klar. Hat er getan. Ich habe das SSH aktiviert. Und wenn ich jetzt hier unter meinem Linux, ich hole mir da mal gerade ein Fensterchen ran. Genau, das ist noch vom USB-Stick. Brauchen wir jetzt keinen Root mehr. Jetzt kann ich sagen SSH root at 192.168.1.186. So, ja, da war offensichtlich schon mal was drauf. Dann muss ich hier noch kurz den Key wegschmeißen. So, nochmal, weil es so schön war. Und kann mich hier mit Test 1234 einloggen. So, jetzt bin ich Root auf dem Venus OS. Und als nächstes muss ich mich nämlich so ein bisschen, eine Anleitung abarbeiten. Es ist nämlich nicht so, dass diese CAN-Bus-Interfaces alle, es gibt einige wenige, die kosten aber richtig Geld, direkt von Haus aus funktionieren. Dafür gibt es schlussendlich unter dem Setup von dem Raspberry
Venus OS kann man da irgendwo in der Anleitung versteckt einen Link finden, der führt einen dann zu diesem VE-CAN-Setup. Und dieses VE-CAN-Setup muss man einmal ausführen auf dem Raspberry Pi. Das ist eigentlich ziemlich simpel, wenn man nämlich hier einfach mal nach hier unten geht, gibt es hier so eine Befehlszeile. Die kann man sich einfach kopieren. Das mache ich jetzt gerade mal. Ups, das ist das falsche Fenster. Da ist das richtige. So, und dieses einfach dort ausführen. Also das kopiere ich da rein. Das habe ich jetzt gemacht. Führe das einmal aus und dann arbeitet der ganz kurz. Das geht relativ schnell, weil es wirklich nur ein ganz kurzes Pfeil ist. Dann als nächstes hole ich mir, verdammt, dieses Fenster brauche ich nicht, gehe weg. So, ich führe das einfach nur der Reihe nach aus, was hier steht. Habe jetzt hier den VE-CAN Setup dahin kopiert und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist dieses Setup-Ding starten. Das steht nämlich hier unten. Once both packages are installed und so weiter, steht hier, kann man einfach diesen Helper starten. Das mache ich jetzt einfach mal. Den starte ich jetzt einmal hier. Ach, ich habe noch eine Sache vergessen, glaube ich. Ich muss nämlich die CAN-Utils noch installieren, wenn ich mich nicht irre. Mal gerade nochmal schauen. Bla bla bla. Nee, muss ich nicht. Gut, ich dachte, das hätte ich beim ersten Mal tun müssen, aber dann starte ich das jetzt einfach mal hier. So, jetzt wird das Programmchen einmal ausgeführt und funktioniert leider nicht. Warum geht denn das jetzt nicht? Common Resources fehlt. Was hat er denn jetzt für Sorgen? Ach so, okay. Ja, ich habe tatsächlich ja nur eins von den beiden installiert. Das ist natürlich jetzt blöd. Dann muss ich dieses hier, muss ich dieses Ding hier auch noch installieren. Das führe ich gerade auch nochmal durch. So. So, kaum macht man es richtig, schon geht's. Also man muss tatsächlich, wie in der Anleitung beschrieben, hier tatsächlich, das war auch mit Both Packages gemeint, man hat hier oben ein Paket, was man einmal mit diesen beiden Befehlszeilen hier installieren muss. Und man hat hier unten ein Paket, was man mit diesen beiden Zeilen installieren muss. Und danach kann man dann dieses Setup ausführen, was hier unten steht. Also im Endeffekt einfach diese Befehlszeile da rein kopieren und fertig. Danach bekommt man ein Menü und in diesem Menü kann man jetzt sagen, was man denn machen möchte. Und jetzt ist es so, ich möchte die Interfaces erstmal addieren, also ein Interface hinzumachen, deswegen sage ich Add und dann fragt er mich, was denn für eins? So, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt dieses Waveshare mit dem 12 MHz Crystal, das kann man sehen, wenn man auf dieses Waveshare drauf guckt, dann sieht man da entweder auf der rechten Seite so ein silbernes Ding und da steht entweder 12.000 oder 8.000 drauf. Bei mir steht 12.000 drauf und deswegen ist bei mir der Punkt 9, den ich anwählen muss. Das mache ich jetzt mal. So, und jetzt fragt er, soll er das automatisch starten? Ja, bitte. So, den hat er jetzt schon installiert. Und hier oben steht jetzt CAN 0 Configuration updated. So, das war jetzt eigentlich auch schon alles, was wir tun müssen. Wir können jetzt hier nochmal zurückgehen mit Quit und können sagen, ja, das war es eigentlich. Wir brauchen jetzt nichts mehr tun. Jetzt rebooten wir das gute System einmal. Das mache ich jetzt hier nochmal, damit er diese ganzen Konfigurationsänderungen auch sauber anzieht. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann sehen wir jetzt gleich im Webinterface eine entsprechende Anzeige des CAN-Busses. Wie gesagt, es gibt ein CAN-0 und ein CAN-1-Interface für verschiedene Dinge, die man da tun kann. Also anschließen kann, verschiedene Geräte, da müsst ihr euch eure Systeme oder eure Anforderungen selber zusammenstellen. Das kann ich jetzt hier schlecht für euch erledigen, aber einfach ein paar Gedanken drüber machen. Oder Fragen stellen per Kommentar oder Chat, das ist mir egal. Ich bin auch
in dem Discord vom YouTuber Lars zu finden. Also wenn es da Fragen gibt, könnt ihr euch da auch gerne melden. So, wie man jetzt sehen kann, ich habe rebootet, das System ist wieder da. Jetzt können wir mal gucken, ob wir unter... Nee, wo war denn das? Unter Services, genau. So, jetzt kommt mein Lieblingsspruch da hinzu, kaum macht man es richtig, schon geht's. Wie man hier sieht, habe ich nochmal dieses Setup-Programm aufgerufen. Das machen wir jetzt aber nochmal gemeinsam, dass ihr seht, was passiert. Was ich nämlich vergessen habe, ist, man muss natürlich nicht nur die Interfaces hinzufügen, also adden, wie ich das hier, hier gemacht habe, sondern ich muss die Dinge auch noch aktivieren. Das mache ich nämlich hier mit dem Punkt i. So, ich gehe einmal auf i und sage, bitte mach das mal. Und jetzt hat er das quasi erst eingetragen und hat gesagt, alles klar. Ihr müsst euren Raspberry jetzt rebooten und müsst sagen, einmal neu starten und dann ist das Interface auch da. Wenn ihr das alles richtig gemacht habt, dann findet ihr jetzt nämlich hier unter wo ist es? Services, wie ich das vorhin gesagt habe, auf einmal einen CAN-Bus. Da, ups, da ist er. Und da kann man jetzt wie beim ganz normalen Venus auch festlegen, welche Geschwindigkeit möchten wir denn fahren, welche Devices und so weiter. Ich möchte jetzt für mein Batterium möchte ich 500 Kilobit fahren. So, das mache ich jetzt mal eben. Ich versorge jetzt gerade mal das Batterium mit Strom. Das braucht auch einen kleinen Moment, bis es gebootet ist. Und dann werden wir es hier hoffentlich sehen und die Einstellungen erkennen können. Es gibt da noch so ein paar Fallstricke, die werde ich euch dann aber gleich nochmal zeigen. Nämlich zum Beispiel, dass diese RX- und TX-Geschichten des Batterium bzw. des CAN-Busses nicht so funktionieren, wie es eigentlich sollte. Kann natürlich sein, dass das jetzt mit der Version 2.8, die ich noch nicht getestet habe, behoben ist. Aber auf der 2.7.3 war es auf jeden Fall so, dass die RX und TX Dinge noch nicht angezeigt worden konnten. So, jetzt gucken wir mal hier, was er sagt. Okay, Active Error, er hat also noch nichts gefunden. Das Batterium. Das ist auch bei der Version 2.8.0 weiterhin so. Wenn ich jetzt hier unter Network Status gucke, dann sehe ich, dass das System hier Error Active meldet und es keinerlei Bewegung bei RX oder TX gibt. Das heißt, das System sieht diese Veränderung nicht. Wenn ich aber schaue ganz vorne und mir das Batterium angucke, dann kann ich hier natürlich reingehen und sehe, dass das Ding auch lebt, dass der was macht. Und das ist halt einer dieser Fehler, die ich da nicht rausbekommen konnte. Wenn ich mich jetzt auf das Raspberry oder auf den Raspberry einlogge und sage IPR, dann sieht man hier die Interfaces. Also das CAN-Bus ist ja auch nichts anderes wie ein Interface. Also hier kann man das CAN-Bus-Interface sehen. Es ist ab, es ist ja so wie es sein soll. Und das gute alte ifconfig zeigt dann auch noch Pakete, also wie man hier sehen kann, da RX und TX gehen so Pakete über den Bus. Also man kann hier sehen, das verändert sich, wenn ich das jedes Mal, wenn ich es aktualisiere. Es gehen Pakete über den Bus, es wird aber nicht angezeigt im Venus OS selber. Das ist also ein Bug. Man muss sich da nicht wundern, wenn man diese Error-Geschichte dort angezeigt bekommt. Das ist ja, nicht works as designed, aber es scheint ein Bug in dem System zu sein. Vielleicht hat das auch noch keiner bemerkt. Ich werde mal sehen, ob ich das reporten kann. Und jo, da kann man halt drüber stolpern. Schaut euch also die Interfaces auf der Kommandozeile an. Dann seht ihr, wenn da Informationen hin und her flitzen. Und wenn das RX und TX dort ansteigt, dann habt ihr auf jeden Fall eine Art von Kommunikation. Achso, was man da auch noch machen kann, ist, es gibt noch ein CAN-Dump. CAN-Dump, und da kann ich jetzt sagen CAN-0 und dann sehe ich, da flitzen Daten hin und her. So,
Wenn das passiert, dann bin ich für gewöhnlich auf der sicheren Seite. Dann spricht da nämlich irgendwas auf dem CAN-Bus und schickt Daten hin und her. Also das als Debug-Möglichkeit mal. Es gibt dann noch einen CAN, wo ist es denn? CAN, ach ja, CAN-Sniffer, genau. CAN-Sniffer, CAN-0, CAN-0, so. Und dann sehe ich auch, wenn man sich das hier genau anguckt, welches Gerät da spricht. Das ist nämlich das Battrium. Und jo, jetzt hat sich, das hat sich natürlich jetzt nur einmal als Battrium gemeldet, aber wenn das in Klartext dort steht, dann ist ziemlich klar, dass die Kommunikation auch in der richtigen Geschwindigkeit passiert. Also so viel mal zum Debugging, wenn sich da jemand dran traut, schaut euch das an. Für gewöhnlich, wenn das dort nicht funktioniert, dann ist entweder die Verkabelung falsch oder aber die Geschwindigkeit des CAN-Busses ist falsch eingestellt. Also hier kann man ja einstellen 500 Kilobit, das ist bei Battrium jetzt 500 Kilobit. Es gibt aber jetzt hier, wie man hier sehen kann, für das Lynx zum Beispiel oder für CAN-Bus BMS kann man hier 250 Kilobit einstellen und dann funktioniert das damit. So, und das ist halt auch der Grund, warum man gegebenenfalls mehrere CAN-Busse braucht, einfach um die verschiedenen Geschwindigkeiten fahren zu können. Gebootet. Jetzt gucken wir uns nochmal hier. Ah, doch, da ist es ja schon. Man sieht hier oben, das Battrium meldet sich jetzt plötzlich und sagt, alles klar, ich bin da. Das ist jetzt über den CAN-Bus angebunden, wie ich euch vorhin gezeigt hatte. Natürlich sind die Werte jetzt totaler Unsinn. Also Batterietemperatur minus 40 Grad, dann wäre ich hier wahrscheinlich schon erfroren. Aber die Sensoren sind halt einfach nicht dran. Ich habe jetzt hier nur das nackte Battrium stehen, auch das State of Charge und State of Health. Wenn ich das einfach hochfahre, dann passiert das einfach. Alarme gibt es jetzt natürlich auch nicht. Für den ist jetzt alles super, weil seine Sensoren halt fehlen. Aber das ist jetzt zum Zeigen erstmal gar nicht notwendig. Man kann jetzt hier auch Einstellungen vornehmen oder soll sie vornehmen können, wenn man das passend freigegeben hat. Ich glaube, das war jetzt hier. Wie dem auch sei, es geht jetzt nicht um Batterium. So, also wie man sehen kann, ich habe jetzt einen CAN-Bus-Port und das Ding spricht jetzt auch Battrium. Also CAN-Bus über CAN-Bus mit dem Battrium. Nun kommen wir, jetzt haben wir ein funktionierendes CAN, könnten da auch andere Dinge anbinden, also MPPTs, und damit ist das Thema CAN-Bus erst einmal abgeschlossen. Also so kriegt man das Ganze ans Laufen. Bei der Verkabelung ist wichtig zu wissen, dass man die Ports, also CAN-Bus, bei CAN-Bus gibt es einen High-Port und einen Low-Port, und dieser High-Port wird auf einen High-Port verbunden und der Low-Port wird auf einem Low-Port verbunden. Deswegen stehen auf diesen CAN-Bus-Ports meistens H und L drauf. Also nicht wie bei RS-485 oder wie bei RS-232 RX auf TX. Nee, brauchen wir hier nicht. Wir lassen das alles schön so 1 zu 1, wie es ist. Und das nächste, was jetzt spannend ist für euch, hoffe ich, ist das Thema ja, Node-RED. Das müssen wir nämlich jetzt einschalten. Hier unten gibt es einen neuen Menüpunkt, den hatte ich eben schon kurz gezeigt. Der ist so im normalen Venus OS nicht vorhanden, sondern den gibt es jetzt nur hier. Was wir jetzt hier machen, ist, Signal Key, sagte ich, lassen wir erstmal außen vor, aber wir wollen jetzt auf jeden Fall den Node-RED aktivieren. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt könnte man meinen, man kann direkt darauf zugreifen. Er schreibt ja hier auch 1880, soll man bitte als Port benutzen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dann sieht man, geht nicht. Mist. Ja, das liegt daran, dass da ein Node.js im Hintergrund läuft, also ja, im Endeffekt ein Java-System. Und dieses Java-System auf so einem Raspberry braucht so einen Moment, bis das gestartet ist. Also das funktioniert so, wie es soll, works as designed, aber braucht einen kleinen Moment. Also nicht ungeduldig werden, wenn das auf einmal nicht funktioniert. Und man sieht, da ist es. Es läuft. Das Node-RED ist da. Und wenn man jetzt hier ganz nach unten rollt, bei den zur Verfügung. Achso, ja, ich weiß nicht, inwiefern ihr das Node-RED schon kennt oder nicht. Hier an der Seite hat man jede Menge Funktionen, die man, also hier zum Beispiel ein MQTT-In, MQTT-Out, ein HTTP-In, HTTP-Out. Hier sind so Funktionen, die man irgendwie nutzen kann, irgendwas damit machen, einen Filter, einen Timer, was auch immer, Link-In, Link-Out und auch ein Debug-Node. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann seht ihr hier unten jetzt so ja, so ein Victron Energy. Einzelne Nodes, die man dann nutzen kann. Wir können jetzt mal versuchen, mal gucken, ob ich da irgendwas von benutzen. Inverter Control. Ich werde mal schauen, ob ich die reinbekomme.
Also grundsätzlich ist das Ganze halt relativ plug and play, ne? Ich kann jetzt hier hingehen und kann sagen, so, machen wir mal hier so ein Ding hin. Und dann habe ich hier dann habe ich hier dieses Objekt und mit dem Objekt kann ich dann irgendwas machen. So, und der sagt jetzt aber hier, so, ich habe aber keine Services available. Was ja auch richtig ist. Ich kann mir jetzt hier aber höchstwahrscheinlich auch den, ich glaube, das System muss ich mir dafür ranholen. Mal sehen. Und mal gucken, ob ich das jetzt hier. Also das kann ich hier mit diesen, solche Striche kann ich verbinden. Ich kann auch mehrere Inputs und Outputs machen. Und wenn ich mir sicher bin, dann gehe ich hier oben einmal auf Deploy. Und schwuppdiwupp macht er dann irgendwas. Hier sagt er, oder hier fragt er mich, was ich denn messen möchte. Und wenn ich jetzt hier, ich hoffe, ich kann sagen, PV AC koppelt Input. So, mal schauen. So. Und dann. Ah, nee. Okay, ich mache es aber mal ganz kurz sichtbar, was da passiert. Also, ich habe ja jetzt hier AC gekoppelte PV-Inverter dran. Das hat man ja vorhin gesehen. Und wir können uns den Wert mal einfach angucken, der da jetzt gerade rausfällt. Ich denke, da müsste auch was zu sehen sein, weil die Inverter ja, wie gesagt, da sind. Ich mache jetzt einfach mal einen Debug-Note da dran. Und dann habe ich mit ein bisschen Glück, ja, da sieht man es jetzt. So, das ist jetzt mein Debug. Das sind jetzt die Live-Werte, die von der AC gekoppelten PV-Anlage kommen, beziehungsweise nur von L1. Wenn ich jetzt hier noch, ich kann jetzt die anderen Phasen noch dazu holen. Also jetzt nehmen wir mal an hier, ich PV-Inverter, ich nehme hier nochmal System, so. Und gebe dieses System auch hier drauf. Sowas. Und dann sage ich ihm, er soll mir bitte AC koppelt Input V2 dazu machen. So, und wenn man jetzt hier unten guckt, ich clear das nochmal gerade. Aber was man jetzt hier sehen kann, jetzt bekommt man immer zwei Werte. Also es ist nicht so, vorher haben wir nur einen Wert bekommen, jetzt bekommen wir immer zwei Werte. Man kann diese Werte jetzt natürlich auch noch addieren und kann dann hinterher da irgendwelche ganz tollen und spannende Dinge mitmachen. Aber ein Node-RED-Tutorial soll das jetzt hier nicht sein. Ihr müsst da mal, wenn ihr was machen möchtet, ein bisschen rumprobieren. Ich hatte hier eben gesehen, es gibt auch einen PV-Inverter. Mal gucken, was der so macht. Genau, jetzt kann man hier die einzelnen Werte der PV-Inverter noch abfragen. Also hier oben sieht man die beiden zur Verfügung stehenden PV-Inverter. Das hatte ich ja vorhin gezeigt, dass sie sich automatisch gemeldet haben. Und hier drunter sieht man jetzt, kann man jetzt die ganzen Werte, die diese PV-Inverter jetzt gerade irgendwie so liefern, ja, ausgeben. Ich möchte jetzt zum Beispiel mal, das können wir jetzt mal ganz kurz noch machen, ist ein schönes Beispiel. Ich möchte jetzt irgendwie mir selber eine Anzeige basteln, was mit Node-RED auch eigentlich relativ simpel geht. Ich muss nur gerade gucken, wo die entsprechenden. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Das ist kein Corona, aber leider, aber sicher hat es mich so ein bisschen erwischt. Ich muss mal gerade gucken, wo die anderen Ein- und Ausgaben sind. Oder haben sie die rausgekürzt? Das wäre jetzt natürlich der Hammer. Das sind, normalerweise hat man hier so, ja, für diese, also für Ausgaben hat man hier entsprechende Funktionen. Die kann man aber vielleicht auch nachinstallieren. Schade, das ist jetzt ein bisschen doof, dass sie das rausgenommen haben, aber ja, das haben sie rausgenommen. Gut, wahrscheinlich wollen sie Ressourcen sparen. Also man kann ein Webinterface konfigurieren, wo man da so ein paar Sachen machen kann, ein- und ausschalten und so weiter, aber vielleicht wollen sie das jetzt hier nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und ich kann diese Funktionen gerade nochmal bei meinem Node-RED zeigen. Das sieht dann nämlich, und kommt jetzt sofort hier reingeflogen. So, hier unten habe ich. Wo sind sie? Da, Dashboard. Dashboard-Geschichten. Und damit kann man dann so tolle Dinge basteln, die dann irgendwas anzeigen. Und dieses Dashboard selber kann man dann sich auch nochmal anzeigen lassen. So, läuft natürlich nur hier bei mir im lokalen Netz. Und dann kommen da,
Ja, solche Dinge voraus, ne? Stromversorgung, das kennen vielleicht einige aus meinen anderen Videos. Das ist diese Dashboard-Funktion vom Node-RED. Die fehlt hier leider aber komplett. Ich muss mal gerade gucken. Vielleicht kriege ich es aber auch nachinstalliert. Schauen wir mal. Installierte Nodes und ich möchte suchen nach Dashboard. Oh, das ist sogar da. Dashboard, CN-Nodes, Node-RED Dashboard. Na, guck mal einer an. Können wir nachinstallieren? Müssen wir dann jetzt machen. So. Dann basteln wir uns gleich nochmal ganz schnell ein ganz kleines Dashboard, nur mal zum Zeigen, wie es geht. Die Installation läuft jetzt natürlich auf dem Raspberry relativ langsam. Und ja, also der ist halt, das ist jetzt ein alter Raspberry 2, den ich hier habe. Der ist natürlich jetzt irgendwie nicht prädestiniert für irgendwelche besonders hochwertigen Geschichten. Also wenn ihr euch da, wenn ihr da irgendwas machen wollt, so, jetzt sieht man hier zur Palette hinzugefügt. Er hat jetzt halt entsprechende Informationen dazu genommen. Und wenn man jetzt hier unten sieht, ja, da sind sie. So, die wollte ich haben. Jetzt nehmen wir mal einen Text-Output und packen den dahin. Und dann machen wir hier mal noch so ein Zeigerinstrument und packen das dahin. Die verbinden wir jetzt hiermit und damit. Einfach nur, wie gesagt, weil es geht. Was wir jetzt hier noch machen müssen, ist eine neue UI-Gruppe hinzufügen. Die nennen wir jetzt auch Home. Passt schon, ist egal. Das könnt ihr natürlich so benennen, wie ihr das möchtet. Und Label ist Watt zum Beispiel. So. Und hier haben wir noch eine Gorge, die möchten wir auch noch zuordnen. Da fragt er jetzt, wo soll sie hin? Okay. Und ich sage jetzt mal, Minimalstrom ist, oder wir machen es sogar noch ein bisschen schöner. Wir machen hier noch ein paar Sektoren hin. Also wir haben eine Range, sagen wir mal, der PV-Inverter, der macht jetzt eben 3000 Watt. Dann stelle ich hier von 0 bis 3000 ein. Gebe dann hier so meine, also wenn es grün ist, jetzt natürlich Unsinn als erstes. Das machen wir jetzt rot. Das Gelb bleibt und das Grün ist, wenn er möglichst viel Leistung erzeugt. So. Und dann setze ich noch ein paar Zwischenwerte. Rot soll er bis 100 Watt sein und ab. Gelb soll er von 100 bis 500 Watt sein und alles von 500 bis 3000 Watt wird grün. So, und jetzt hat er das schon gepusht. Jetzt können wir uns das Ganze noch angucken, wenn ich es denn wiederfinde. Müssen wir es einmal von Hand machen hier. Slash UI. So, ja, nicht schön, wie man hier sieht. Da müsste man jetzt vielleicht noch ein bisschen die Kommastellen wegkürzen, das ist aber auch kein großes Thema. Das war jetzt, wie gesagt, nur ein Test. Man sieht jetzt 288,999 Watt. Das ist jetzt ein Live-Wert, der von meinen Invertern regelmäßig abgefragt wird. Man sieht hier, dass sich das ändert. Das ist jetzt der eine Inverter. Man kann die, wie gesagt, addieren und kann sich da ganz tolle Sachen zusammenklickern und da kommt dann auch echt was Brauchbares bei raus. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier kein Node-RED-Tutorial. Ich gehe darum auch wieder zurück. War jetzt ja nur ein Beispiel. Und lande wieder in meinem Dashboard, beziehungsweise in meiner Kontrollinstanz hier. Und das kann ich jetzt natürlich für alle möglichen anderen Dinge so tun. Ich habe hier meine ganzen Geräte, die Victron-mäßig irgendwie ausgewertet werden können. ISS, Gridmeter, VE-CAN-Systeme, Charger, alles Mögliche. Und ich kann mir da jetzt ganz tolle Sachen zusammenbasteln. Das überlegt jetzt natürlich euch. Mich würde mal interessieren, was ihr davon gemacht habt. Und ja, ich bin jetzt mit diesem ganzen Tutorial und wie bastel ich mir ein Node-RED mit einem Raspberry Pi und CAN-Bus, bin ich jetzt durch. Ich hoffe, es war soweit nachvollziehbar. Solltet ihr Fragen haben, wie gesagt, ihr dürft mir gerne Kommentare schreiben. Ein Abo und ein Like sind natürlich auch sehr willkommen. Und ja, legt los. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Tschüss.